Kommt die Weltdiktatur? Wird der WHO-Pandemievertrag das wahre Erbe des epochalen Umbruchs sein, in dem wir uns befinden? Neues Geldsystem, neues Gesundheitssystem, neues Wertesystem, alles aus einer Hand, aus der Hand der EU, unterschrieben mit der Freiheit der Menschheit. Heute Fakten, Informationen und Insiderwissen zum WHO-Pandemievertrag, damit du und wir gemeinsam vorbereitet sind, was 2024 auf uns ausgerollt wird. Deswegen jetzt sofort Stream teilen. Kanal abonnieren, Blog hier machen, Video machen und unten rein kommentieren, was das Zeug hält. Mein Name ist Hannes Hautnagel. Ja, mein Name ist Deutsch Benjamin. Herzlich willkommen wieder. Vergesst nicht, bevor wir gleich über den WHO-Pandemievertrag sprechen, ladet bitte unser kostenloses Buch, den Generationencrash, runter. Wichtiger denn je, Skillset und Mindset verbunden. Es geht also wirklich, noch nie ist es so sehr um das Verbinden der Menschen wieder gegangen wie derzeit, wo die maximale Spaltung in der Welt herrscht und natürlich auch die Chancen, die damit einhergehen. Dieses Wissen ist Gold wert. Ladet euch bitte jetzt sofort runter. Völlig kostenlos. Link unter diesem Video. Hannes, ich würde sagen, WHO, Pandemievertrag, ja, was haben wir die letzten 3 Jahre erlebt? Aber was kommt noch 2024? Das erfahren wir jetzt und heute. Benjamin, und zwar das Bild wird immer runder und runder. Wenn man die Sachen zusammenfügt, dann ergibt sich ein rundes Bild und das werden wir heute ein Stück weit anschauen. Dazu der WHO-Pandemievertrag nur ein Teil dazu. Und zwar schauen wir mal kurz rein und zwar gehen wir einfach das Ganze durch, was da momentan herumgeistert. Wir schauen halt auf Fakten und auf nichts anderes, aber das Bild könnte nicht klarer sein. Und zwar der WHO-Pandemievertrag jetzt einfach historisch aufgerollt und zwar am 20.12.21 hat man dazu die erste Taskforce der G20-Staaten einberufen. Also kurz nach Beginn der Pandemie hat man gesagt, okay, da braucht man jetzt neue Maßnahmen von der WHO, neue Rechte und das Ganze wurde dann eingerufen. Spannend, weniger oder 2 Monate später hat es dann ein Treffen der Notenbanker der G20-Staaten oder der Notenbanker und der G20-Staaten Finanzminister gegeben. Und da muss man sagen, warum treffen sich eigentlich Finanzminister und Notenbanker, wenn es um einen WHO-Pandemievertrag geht, um eine Gesundheitsnotlage geht? Ist schon eine eigenartige Sache, oder? Und das war eigentlich am 18.02.2022 eben kurze Zeit, nachdem das Ganze losgetreten worden ist. Und am Ende, wenn wir verstehen, am Ende des Videos werden wir auch genau verstehen, warum und wieso die Notenbanker so wichtig sind und die Finanzminister für das Ganze. 24.02. Dann haben die Vertragsverhandlungen begonnen und dann der große Schritt vor allem für sich dann der 3.3.2022 mit dem EU-Ratsbeschluss mit dem Beginn der Verhandlungen der Europäischen Union zur Aufnahme des WHO-Pandemievertrags. Warum das so spannend ist, und da gehe ich später darauf ein, und zwar die EU hatte etwas, was die wenigsten Staaten auf der Welt hatten, und zwar einen Green Covid Pass, einen grünen kleinen Impfpass, ein digitales Zertifikat, was gezeigt hat, wer denn geimpft ist und wer nicht. Und dann kommt man jetzt drauf, am Ende der Verhandlungen der WHO, habe ich später auch noch ein Foto mit dabei, was ich euch zeigen möchte, und zwar, wo man dann sagt, ja, dieser Green Pass, dieses QR-basierte Dokument soll zukünftigen Pandemien und Notlagen dazu verwendet werden, um eben alle Menschen dann auf der ganzen Welt dort reinzujagen, weil das so wunderbar funktioniert hat. Liebe Grüße an alle Minister, die das Ganze auch wunderbar umgesetzt haben. Spannend auch, Benjamin, liebe Grüße zu dir in die Schweiz. Der ehemalige Gesundheitsminister Berset, viele sprechen den Namen gar nicht so gern aus, hat am 21.05.2023 dann in der Schweiz das 76. Weltgesundheitsforum feierlich eröffnet. Und damit schon ein kleines Indiz. Ich denke, man sollte sich den Herrn Berset aus der Schweiz auf die Liste der möglichen neuen WHO-Generaldirektoren setzen. Es gibt zwei Namen, die ich ganz heiß handle. Einer ist definitiv Herr Berset und der hat sein Gesicht bereits gezeigt, nicht anhand seiner Worte, seiner schönen Eröffnungsreden, sondern anhand seiner Vorgangsweise in Zeiten von Covid. Und dann muss man sagen, im Mai 2024, nächstes Jahr, soll es soweit sein, und zwar der Vertrag, der WHO-Pandemievertrag, soll ausgerollt werden und dann an und für sich auch bindend werden. Und jetzt schauen wir uns zwei Sachen an. Zwei Sachen, die jeder von euch unbedingt wissen muss. Einmal die Stellungnahme von der Europäischen Union, warum und wieso das in den Nationalstaaten Anwendung finden soll. Und dann, was tatsächlich in diesem Vertrag drinnen steht. Zwei Sachen. Einmal ganz klar die Sinnhaftigkeit der Argumentation, und zwar die Früherkennung und Prävention von neuen Pandemien. Gibt es schon Planspiele dazu? 20 für 2025 von Bill Gates und Co. Aber dass man die Dinge dann früher kennt und schneller reagieren kann. Weiter die Widerstandsfähigkeit gegenüber künftiger Pandemien auszubauen.
Wie gesagt, diese Informationen habe ich nicht von mir, sondern die habe ich von der Seite der Europäischen Union oder eben auch Reaktion auf künftige Pandemien, insbesondere die Gewährleistung für einen gleichberechtigten Zugang von medizinischen Impfstoffen. Also, dass wir dann alle gleich viel Impfstoffe bekommen. Auch, dass in Afrika oder in der dritten Welt die Impfstoffe dann gleichmäßig in jeden Arm auch reingeschossen werden. Spannend dabei für mich ein kleines Notiz, Benjamin, und zwar die Übersterblichkeit in der westlichen Welt ist dramatisch hoch. Nach wie vor die Übersterblichkeit dramatisch hoch. Die Geburtenraten fallen ins Bodenlose. In Afrika hat man diese Probleme nicht. In jenen Ländern, wo ja an und für sich diese Impfstoffe nicht ausgehändigt wurden, hat man dieses Phänomen nicht. Ich würde jetzt da nicht so viel hineininterpretieren. Keine Ahnung, ich bin kein Experte natürlich, deswegen kann ich da keine Meinung dazu abgeben, aber man sollte sich vielleicht einmal einfach anschauen, was da passiert. Und dann noch ein weiterer Punkt. Das Konzept, eine Gesundheit, bei dem die Gesundheit von Menschen und Tieren, unserem Planeten miteinander verbunden werden. Wir haben jetzt schon relativ viele Videos gemacht, auch sonntags zum Mindset der Mensch und dir und so, aber jetzt die Frage einfach von mir, warum wird ein WHO-Pandemievertrag ausgerollt und bindend, bei dem Mensch, Gesundheit von Mensch und Tieren für den Planeten miteinander verbunden werden? Verstehe ich nicht, muss man irgendjemand einmal erklären, aber ist auch nicht so wichtig vermutlich. Vielleicht kann sich der Herr Berset bald selber erklären, Hannes. Vielleicht kann man es der Herr Berset. Das alte Partytier, wenn man den ganzen so ein bisschen schaut, dann kann man der sehr gut erklären, aber egal. Vielleicht macht es auch Herr Netanyahu, der auch sich sehr gut mit Tieren etc. auskennt, aber andere Themen. Schauen wir kurz an, was ist die WHO? Wer ist die WHO? Die WHO ist ist die Weltgesundheitsorganisation, eine Sonderorganisation der Vereinten Nationen, also Untergruppe der UN, United Nations, mit Sitz in Genf natürlich wieder, mit 193 Mitgliedstaaten. Und zwar, was geht's? Was hat die WHO für Aufgaben? Und zwar zwei Aufgaben. Jeder weiß die Gesundheit, aber die wenigsten wissen die Grundrechte. Und zwar, die WHO regelt die Grundrechte und die Gesundheit. Spannend, dass das Ganze mitsammen ins Gleiche reinfällt, wo wir doch an und für sich in der Covid-Zeit erlebt haben, dass die Grundrechte in allen Staaten aufgehoben wurden. Gesundheit, Grundrechte, fällt alles unter WHO. Spannende Sache. Geführt durch den Generaldirektor, der mit einer Zweidrittelmehrheit den Mitgliedern gewählt wird. Und der kann dann alles so mehr oder weniger auch durchsetzen in Absprache mit seinem Exekutivrat. Das sind 34 Leute, die werden von den Staaten gewählt. So, jetzt haben wir 35 Personen, die die ganze WHO mehr oder weniger im Alleingang entscheiden können. 35 Personen entscheiden über die Agenten der WHO. Ha, spannende Sache. Jetzt sollten wir uns dazu mal, können wir das machen, einen Videoeinspieler bitte reinschießen gleich. Das wäre jetzt nämlich, glaube ich, relativ interessant. Hat er das wirklich gesagt, der Herr? Schauen wir es kurz rein. Wir wissen, dass man Long-Covid auch nach Impfung bekommen kann. Daher werden wir mehr Long-Covid-Fälle bekommen, denn es werden sich viele jetzt auch im Herbst und Winter wieder infizieren, trotz Impfung. Und also die Impfung schützt vor Long-Covid, aber sie schützt nicht perfekt. Das Thema wird uns noch lange Zeit begleiten. Spannende Sache. Dabei liebe Grüße wieder mal nach Deutschland. Aber auch Fauci spricht jetzt schon von vielen Krankheitsbildern, die mittlerweile nach der Pandemie auftauchen. Und dann, eben wenn so eine Pandemie wieder über die Welt hereinbrechen würde, kann die WHO eben entscheiden, oder diese 35 Leute der WHO entscheiden, ob das Ganze auch eine Notlage ist. Also da muss man schon sagen, ist eine spannende Sache. Und diese 193 Staaten, also alle Staaten der Welt, wählen eben dann diese 34 Personen. Und dort sollte man die Geldflüsse ein Stück weit beobachten, in meinen Augen. Aber auch wieder ein anderes Thema. Auf alle Fälle, die WHO wird finanziert. Ich habe die Zahlen nur gefunden von 2016 zu 2,7 Milliarden von WHO-Mitgliedstaaten, allen voran China bis zuletzt und dann von freiwilligen Beiträgen und Stiftungen. Da haben wir unter anderem mit 12% die Bill und Melinda Gates Stiftung und mit 8% die Global Alliance for Vaccines and Immunization, Gavi. Gavi gehört auch wieder zur Bill Gates Stiftung, Bill und Melinda Gates Stiftung. Damit haben wir schon 20% rein in Gates Hand und damit ist er der größte Geldgeber, der ein Drittel des Finanzierungsvolumens der WHO ausmacht. Zweitens noch WHO-Projekte, die jetzt nicht in dem WHO direkt liegen, sondern ausgelagert sind, wo man mit privaten Institutionen zusammenarbeitet oder mit öffentlichen Institutionen zusammenarbeitet und jene werden dann separat finanziert. Dort ist das große Geld drinnen und dort sind natürlich wieder die gleichen Geldgeber, die wir schon kennen, wieder mit dabei.
Um was geht es jetzt bei dem WHO-Pandemie-Vertrag? Wir brauchen jetzt keine Verschwörungstheorien an die Wand malen, wir brauchen jetzt nicht irgendwelche Dinge strapazieren, sondern einfach nur eine Sache verstehen. Und das sind die Dinge, die jetzt schlagend werden. Und zwar der WHO-Pandemie-Vertrag, der Vertrag an und für sich mit den Staaten, ist schon lange gültig. Aber es hat jetzt eine Erweiterung gegeben, das wird eben einfach genannt, die WHO-Pandemie-Vertrag, sozusagen eine Erweiterung oder Novellierung des Vertrages. Und da gibt es einen essentiellen Punkt, und zwar im Artikel 1, das Non-Binding, also dass der Vertrag nicht bindend ist für die Mitgliedstaaten, wird gestrichen. Und das soll heißen, dass der Vertrag und die Auflagen für alle Mitgliedstaaten bindend ist. Und das ist ein essentieller Punkt. Das haben wir beim Europarecht schon gelernt. Europarecht vor nationalem Recht, ganz klar, Polen tut sich damit schwer, aber das haben wir mittlerweile gelernt, das setzt sich durch. Und damit haben wir dann einen WHO-Vertrag, einen WHO-Recht sozusagen über nationalem Recht. Und das ist natürlich eine spannende Sache, wenn man einfach dann beschließt, jetzt haben wir diese und jene Maßnahmen und Notlagen und dann muss das Ganze ausgerollt werden. Das haben wir ja von der Europäischen Union, sehen wir das auch immer wieder, dass eben da Dinge einfach angeordnet werden und Jean-Claude Juncker sagt, wir schauen uns das Geschrei an, wenn es nicht zu laut wird, dann machen wir damit einfach weiter. Wie gesagt, das geht dann relativ einfach, im Alleingang kann man das Ganze dann machen. Der Artikel 12 des Absatz 2 sagt, der Generaldirektor der WHO stellt die Krise mit internationaler Tragweite im Alleingang fest. Also Allmacht dem Generaldirektor, kein Vetorecht von dem Exekutivrat, kein Vetorecht für die Nationalstaaten. Er stellt alleine die internationale Tragweite einer Krise fest. Und damit wird dann, wenn er das feststellt, er sagt das einfach im Alleingang, dann wird dieser WHO-Vertrag bindend und dann hat sich nationales Recht unterzuordnen. Also beispielsweise eine Impfpflicht wäre dann durchsetzbar. Und zwar, weil eben der Vertrag über den nationalen Recht steht. Und dann kann ich schon darstellen, in Wien am Ballhausplatz und gegen die Bundesregierung demonstrieren, aber das wird mir dann relativ wenig bringen, weil der zuständige Mann sitzt in Genf, am Genfer See oder irgendwo anders, aber ich sage mal, die WHO sitzt in Genf und dann wird er davon relativ unberührt bleiben, ob der kleine Hannes da mit seiner Schildkappe am Ballhausplatz in Wien steht und demonstriert, sondern er hat damit relativ wenig dann zu tun. Und das sind die dramatischen Dinge, die derzeit passieren. Weiters, Artikel 13a klärt nicht unbedingt, was jetzt die verpflichtenden Folgen sind. Also wenn man jetzt ein Staat dann nicht mitmacht, eine Regierung sagt, nein, wir machen da nicht mit bei diesen Maßnahmen, was wäre dann die Folgen? Das kommt aus dem Vertrag eigentlich nicht ganz klar heraus. Aber jetzt wird es spannend. Wer war nochmal am Anfang dabei? Wer war bei den ersten Treffen dabei? Das waren die Notenbanker und das waren die Finanzminister. Wäre es dann vielleicht spannend, wenn ein Staat nicht mitmachen würde, in einem digitalen Finanzgeldzeitalter, dass dann einfach Zahlungen von internationalen Währungsfonds oder Zahlungen von der EZB oder eben Geldflüsse daraus dann einfach unterbunden werden würden. Dann hätte man den Staat schnell in der Hand, denn wenn die Gehälter der Regierungen nicht mehr gezahlt werden können, dann, glaube ich, lenkt jede Regierung ganz, ganz schnell ein, unabhängig davon, was Demonstranten sagen. Und da, glaube ich, liegt auch die große Gefahr dahinter, die Verbindung zwischen diesem WHO-Pandemie-Vertrag und einem digitalisierten Zentralbankgeld. Ich glaube, da ist die große Gefahr, in einem QR-basierten Gesundheitssystem dann zu finden. Und da, glaube ich, muss man ein Stück weit hinschauen. 42. Artikel sagt, staatliche und nichtstaatliche Akteure müssen Folge leisten, also auch freiwillige Feuerwehren etc., alle Unis, Universitäten, Bildungsinstitutionen, alle werden dann herangezogen, dass sie damit dann auch mitmachen. Der Artikel 44 noch, ganz interessant, Benjamin, einer meiner Lieblingsartikel, und zwar der wurde auch novelliert, alle Medien, sozialen Netzwerke der Staaten müssen folgen und gegen Falschinformationen vorgehen. Aha, der Generaldirektor stellt im Alleingang fest, was eine Krise von nationaler Tragweite ist. Die 45 Leute im Gremium Exekutivrats, die von den Staaten gewählt worden sind, werden dann entscheiden, was die adäquaten Maßnahmen sind. Denn es sind ja die Fachmänner auf ihrem Gebiet. Und dann werden Staaten dazu verpflichtet, das Ganze umzusetzen und auch dazu verpflichtet, gegen Falschinformationen auf öffentlichen Medien und sozialen Netzwerken vorzugehen. Und deswegen mein zweiter Kandidat für den WHO-Sitz, für den bald vakant werdenden WHO-Generaldirektor-Posten, Alain Berset in der Schweiz, ja, hat gute Chancen, Heimvorteil, aber die zweite Kandidatin, Jacinda Ardern, und zwar die Quelle der Wahrheit, die Quelle der
die Quelle der Wahrheit, die einzige Quelle der Wahrheit, soll es geheißen. Sie hat ja in ihren Regierungsreden immer gesagt, bitte vertrauen Sie nur uns, der Regierung, wir sind die einzige Quelle der Wahrheit, vertrauen Sie niemanden anderen, nur uns, der einzigen Quelle der Wahrheit. Mittlerweile hat Jacinda Ardern weg, sie ist zurückgetreten, wie so viele Politiker der Zeit, haben sie sich aus dem Schussfeld genommen. Sie ist mittlerweile in Harvard, rekrutiert dort vielleicht neue Akteure, um dann vielleicht bald wieder zurückzukommen, um dann Spitze der WHO zu sein, um dann auch die einzige Quelle der Wahrheit in die ganze Welt hinauszutragen. Schauen wir uns dazu kurz an, was sie dazu zu sagen hat. This week we launched an initiative alongside companies and non-profits to help improve research and understanding of how a person's online experiences are curated by automated processes. Ganz spannend hat Jacinda da, meine Lieblings-Jacinda hat gesagt, vor der UNO dazu mal eben, dass die freie Rede eine Waffe des Krieges ist und die Zensur notwendig sei, um freie Rede zu schützen. Okay, also da macht sie fast schon das Gleiche wie die liebe Außenministerin Baerbock in Deutschland, sich ein bisschen in den Strudel hineinzureden, aber egal, lassen wir das dabei. Wichtig ist, sie ist die Quelle der Wahrheit und deswegen schauen wir da nicht gar nicht tiefer hin. Eine Sache, die mir noch Kopfweh macht in der ganzen Zusammenhang, und die möchte ich auch noch sagen, das sind gar nicht die Pandemiespiele von Bill Gates und Co., von den großen Finanzierern, die dann am Ende des Tages dann immer lustigerweise am meisten auch profitieren davon, wenn eine große Krise kommt, dass sie spenden und helfen auf der ganzen Welt und irgendwie will das Geld dann in mannigfacher Weise wieder retour zu ihnen über dieselben Kanäle. Ganz, ganz spannend, schauen wir uns auch an, wie es Pfizer geht, wenn dann diverse Schuldsprüche oder diverse Nebenwirkungen oder Krankheiten dann eben nachgewiesen werden aufgrund der Impfung, ob das Ganze dann zu Pfizer zurückgeht oder bis dahin vielleicht Pfizer gar nicht mehr börsennotiert ist, warten wir ab, was passieren wird. Aber wo wir hinschauen sollten, ist eine Sache, und zwar zur EU-Kommission, die Vorreiter in der ganzen Sache ist, und zwar alle in Europa wissen es, der Green Pass wurde ausgerollt. Und jetzt sagt die EU-Kommission und die WHO Folgendes. Die EU-Kommission hat die Pläne der Weltgesundheitsorganisation WHO zur Digitalisierung des gelben Impfkraftpasses bekräftigt. Das sei Teil eines globalen digitalen Netzwerkes für Gesundheitszertifizierung der WHO, das auf allem den digitalen EU-Impfnachweis und der Covid-Pandemie basiere. Also man hat das Ganze, will man jetzt global ausrollen. Die WHO hat eine Partnerschaft im digitalen Gesundheitswesen mit der Europäischen Union verkündet. Vielleicht können wir auch das Bild bitte einblenden, den Artikel bitte gleich reinhaben. Und da muss man sagen, ist ein ORF-Artikel, also stammt jetzt nicht alles nicht von mir, sondern das sind alles Quellen, also alle Dinge, die ich da vorgelesen habe, stammen an und für sich von der Europäischen Union, von jemandem, der sich, von einem Juristen, der sich aber dann getan hat, den Artikel, den WHO-Pandemie-Vertrag zu lesen und vom ORF. Und damit sieht man an und für sich, was auf uns zukommt. Und da muss ich sagen, da sollte einem schon ein bisschen das zu denken geben. Die Frage ist aber eine, Benjamin, und das ist für mich das Entscheidende. Und zwar, was wäre gewesen, wenn Menschen die Masken nicht aufgesetzt hätten? Was wäre gewesen, wenn Menschen die Förderungen nicht genommen hätten und die Geschäfte geöffnet lassen hätten? Was wäre gewesen, wenn? Und das ist die große Frage. Oft ist es ganz einfach, dass man zu gewissen Dingen Ja sagt und noch schwieriger ist oft, aber oft noch effektiver, wenn man zu anderen Dingen wieder ein klares und deutliches Nein sagt. Und ich denke, darauf kommt es jetzt die nächste Zeit an, dass wir Menschen, wir Individuen, gemeinsam zusammenstehen, die Dinge verbinden, aber im Verbinden ganz klar Nein sagen können. Hannes, ich glaube, die Frage kann sich jeder auch sehr, sehr einfach beantworten. Warum haben die Menschen damals die Maske aufgesetzt? Warum haben sie Förderungen genommen und warum haben sie diesen Zwang des Staates akzeptiert? Und es ist eigentlich sehr einfach, weil Menschen, die natürlich abhängig sind, in Abhängigkeit leben, in Abhängigkeit vom Fiat-Geldsystem sind, im Sinne von Schulden und allem drum und dran, die müssen natürlich da mitmachen. Aber genau das ist das, was wir bei Invest in Best verhindern wollen. Alle unsere Mitglieder, alle unsere Zuschauer wissen mittlerweile Bescheid, dass nur ein souveränes Individuum bedeutet jemand, der so gut wie schuldenfrei ist, der auch Vermögen auf der Seite hat, am besten noch, also außerhalb des Bankensystems, außerhalb des Fiat-Geldsystems, im Sinne zum Beispiel von Gold, Bitcoin oder sonst was, aber eben wichtig, die Freiheit zu besitzen, Entscheidungen selbst treffen zu können. Und eben um das geht's. Und das ist nicht umsonst so, dass in Staaten, wo mehr Menschen existieren, muss man sagen, die einfach freier leben, wie zum Beispiel in Miami, Hannes, wo du auch mehr oder weniger zu Hause bist, dass die natürlich dann einfach viel freier entscheiden haben können und die Maßnahmen dort gar nicht funktioniert hätten, weil die einfach schon freier sind. Und es ist so wichtig für alle, die heute hier dabei sind, zu verstehen, dass es wirklich die Kraft liegt in allen uns Einzelnen und umso freier und souveräner wir als Individuen, als Menschen, als einzelne Menschen oder Familien sind, desto weniger kann man manipulieren und desto weniger kann man auch supranationales Recht, wie es die EU macht,
Kappen oder noch viel krasser, wie es beim WHO-Pandemievertrag ist, supra-internationales Recht zu eliminieren. Das geht nicht, umso freier die Menschen sind. Und Gott sei Dank gibt es ja Bestrebungen in der Technologie, aber auch mit Elon Musk und Twitter, wo einfach eben genau diese Bestrebungen der Elite, die den WHO-Pandemievertrag durchsetzen will, mit aller Macht und die Menschheit in die Versklavung bringen will, genau das wird durchkreuzt. Dieser Plan wird somit durchkreuzt und das ist das Wunderschöne und auch das Wunderschöne bei Invest in Best, dass wir eigentlich auch, sag ich jetzt mal, ein Teil davon sind, nicht etwas Böses, ganz im Gegenteil, ein Teil davon sind, dass die Menschen wieder freier sind und in der Freiheit liegt das Glück, in der Freiheit liegt das Wachstum, in der Freiheit liegt die Freude und ja, all das Wunderschöne, was uns zukünftig noch bereitsteht. Hannes, der WHO-Pandemievertrag ist ein Wahnsinn und wirklich, ich sage jetzt mal, fast schon ein Skandal gegenüber der freien Menschheit. Ganz egal, auf Papier ist geduldig, Benjamin, auf Papier wird relativ viel geschrieben und wir alle haben gesehen, wie Grundrechte, die auf Papier geschrieben worden sind, an und für sich ausgehebelt wurden von dergleichen etc. Und damit sieht man einfach, es kommt nur darauf an, was wir tun und nicht, was wir sagen, sondern für was wir einstehen und für was wir uns einsetzen. Und wir setzen uns ein für das verbindende Element. Wir setzen uns ein, dass wir uns als Menschen in Freiheit verbinden und dann Wachstum schaffen. Und dann wird alles möglich sein und wir werden eine fantastische Zukunft vor uns haben. Jetzt im Umbruch heißt es ein bisschen Augen, also Zähne zusammenbeißen und gemeinsam durchgehen, Hand in Hand, geben muss jeder selber. Jeder, was Lust hat, bei Invest in Best, bei unserer unfassbaren Gemeinschaft mit dabei zu sein, unten am Bayern, unsere Jahresmitgliedschaft. Wie gesagt, wir informieren euch 14-tägig mit Wochenupdates. Wir haben ein Krisenkursangebot für euch alle da und damit weiß man zumindest mal, was gespielt wird. Damit versteht man die Zusammenhänge und wenn man es ein bisschen ernsthaft angeht, kann man davon auch noch dann Gewinner im Umbruch auch sein, um dann eben dann auch aktiv mitgestalten zu können. Für alle, was Lust haben, das Buch, wie gesagt, kostenlos zum Download, Mindset, Skillset, alles darinnen, auch da die Dinge wieder verbunden. Und dann zum Schluss schauen wir uns noch einen Videospiel an, der mir einfach ganz klar sagt, für was das alles steht, das World Economic Forum, die WHO, die UNO, die Staaten, die Religionen, all diese ganzen Dinge, was da zusammenkommt. Und damit sollte man, da wird klar die Aussage gemacht, wir besitzen die Wissenschaft. Und das ist ja genau das, was es immer geht. Wir besitzen die Wissenschaft und wir in Europa sind wissenschaftsgläubig. Wir glauben blind, was die Wissenschaft sagt. Das ist richtig und darf niemals hinterfragt werden, Jacinda Ardern oder auch andere Akteure in Deutschland. Und genauso in anderen Teilen der Welt darf nicht hinterfragt werden, was der religiöse Führer sagt. Das muss genauso blind befolgt werden. In anderen Teilen der Welt wird klar befolgt, was der kommunistische Führer zu sagen hat und dann darf das nicht hinterfragt werden. Und überall haben wir diese absolute Quellen der Wahrheit, die man nicht hinterfragen darf und denen wir blind folgen müssen. Und damit muss jetzt Schluss sein. Ja. Damit darf jetzt Schluss sein. Wir in uns haben die Quelle der Wahrheit, denn wir in uns sind Menschen und haben das Licht. Wir können die Dinge verbinden, wir können Dinge verstehen und dann Wachstum entstehen lassen. Und deswegen, wie gesagt, für alle, was Lust haben, geht's gemeinsam mit uns in eine Zukunft. Setzt euch ein, kommt ins Tun, kommt entschlossen, mutig ins Tun, aber verbindet dabei die Dinge, werdet an und für sich Teil des verbindenden, wachsenden Prozesses. Und nicht einer Spaltung, einer Hasstirade und anderen Akteuren in der Welt derzeit die Macht geben. In dem Sinne, Benjamin, ja, ganz klar, Hannes, die wichtigsten Worte, bevor wir das Video loslassen. Ganz genau, am Donnerstag wieder einschalten, weil da ist ein Teil, das Goldmarktupdate einmal im Monat, das auch zeigt, wie man von dem Umbruch profitieren kann, von dem Wahnsinn da draußen. Und natürlich vergessen wir nicht, dass die Zyklen überall auf der Welt, egal wo sie derzeit sind, ganz bestimmt die nächsten Jahre nicht schlafen werden. Und Hannes, wir bei Invest in Best nutzen gemeinsam mit euch die Chancen in dieser epochalen Zeit. Jetzt Video ab zum Schluss. Wir besitzen die Wissenschaft. Nein, wir besitzen die Freiheit, selber zu entscheiden und selber entschlossen, unseren Weg zu gehen. Tschüss, Leute. Danach, jetzt sind wir raus. Tschüss. Wissen Sie, wir haben zum Beispiel eine Partnerschaft mit Google geschlossen. Wenn Sie nach Klimawandel googeln, erhalten Sie ganz oben in den Suchergebnissen alle möglichen Ressourcen der Vereinten Nationen. Wir haben diese Partnerschaft ins Leben gerufen, als wir schockiert feststellten, dass wir, wenn wir nach Klimawandel googelten, unglaublich verzerrte Informationen ganz oben angezeigt bekamen. Wir sind also viel proaktiver geworden. Wir sind im Besitz der Wissenschaft und denken, dass die Welt das wissen sollte. Und die Plattformen selbst wissen es auch. Aber noch einmal, es ist eine riesige Herausforderung und ich denke, dass alle Bereiche der Gesellschaft sehr aktiv sein müssen. Wir sind im Besitz der Wissenschaft und denken, dass die Welt das wissen sollte. Und die Plattformen selbst wissen es auch. Wir sind im Besitz der Wissenschaft.